Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Tja, wer die letzte Folge gesehen hat, da musste ich nochmal nachcutten, die Aufnahme. Ich wollte vor der eigentlichen Aufnahme eigentlich so ein Video gezeigt haben. Wenn man im Hauptmenü, gehe ich jetzt nicht extra zurück, ich sag mal so 2-3 Minuten wartet, kommt halt so ein Abspann von der Vorgeschichte, wie sich die beiden ja, Superheldenfraktionen gebildet haben in Cartmans Keller. Allerdings, wenn man dies zeigt, kriegt man von Viacom ja Ärger. Die erlauben dann einfach nicht das Video. Das kriegt einen weltweiten Strike oder ist gesperrt, besser gesagt. Ein Strike ist es nicht. Es wird einfach nur gesperrt auf YouTube komplett. Darf es dann, oder ich weiß, darf es nicht, es wird dann einfach auf YouTube nicht veröffentlicht. Ist nur 40 Sekunden oder so, da sind halt dann solche Wörter wie Civil War, DC Universe und so drin. Und das mögen die anscheinend nicht. Deswegen gab es da... Haben wir halt ein bisschen was kaputt gemacht gerade. Gibt es dann halt ein paar... nicht erlaubte Szenen, deswegen habe ich das einfach dann komplett mal rausschneiden müssen, aber egal. Wahrscheinlich brauche ich hier wieder eine andere Fähigkeit für. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Earth Alien Welcome. Ich sehe sie. Randale hier, Randale. Auch gesperrt? Was ist das hier für ein Bullshit? Aggression rauslassen, Aggression. Da ist auch noch was dahinter, jawohl, sag ich doch. Ödland Velocitor. Noch ein Artefakt. Wie heißt die nochmal? Wendy, glaube ich. Ah, ich habe so lange schon kein South Park eigentlich mehr wirklich intensiv geguckt. Was haben wir denn da? Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Okay. Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder... In deiner Männerküche, ja, ja. Schon klar. The First Unicorn. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Stripe oder ähnliches für. Kann ich denn... Ne, kann ich nicht. Wäre auch gemein. Ansonsten kann ich hier unten nichts machen. Muss ich wahrscheinlich erst auf Wendy warten. Schönes Affenkopfkissen. Dumme, verzogene Hure-Handy. Okay. Klar, komm nur ungefragt reinspaziert. Ah, ne, das war Wendy, die Linke. Ach, Moment mal kurz. Ah ne, es ist im Spiel. Ich war mir gerade nicht sicher, ob dieses komische Geräusch aus dem Spiel kommt oder ob das von draußen bei mir hier kommt. Das da brauche ich genau, das da. Habt ihr nichts dagegen, oder? Ne, habt ihr nicht. Dankeschön. Blick des Donners. Gute Nachrichten. Es gibt neue Ware im Babyshop. Anzug, Kapuze, ja, wie gesagt, komm bald wieder. Gerade nicht. Ich will aber nicht einkaufen, ich wollte mit euch quatschen. Wie läuft's so mit Cartmans dämlichen Superheldenplan? Läuft ganz gut. Was gibt's neuer? Strafst du immer noch alle mit Schweigen? Ja, yep, tue ich. Mit dir darf ich nicht reden, nein. Nur einkaufen. Aber darf ich denn... Hallo? Nein. Wie läuft's so mit Cartmans dämlichen Superheldenplan? Foto? Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Ja, danke. Für dich mache ich auch ein fröhliches Gesicht. Jawohl, Wendy.
So, und wie heißt sie jetzt? Wir sehen uns auf Kunstagram. Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Selbstgemachten Kostüm? Das ist selbstgemacht. Ich würde dich liken, wenn dein Outfit etwas schicker wäre. Okay, brauchen wir anscheinend ein anderes Kostüm. Eine dicke, fette Truhe. Bruststraffercreme? Als ob das funktioniert. Abnehmen leicht gemacht, Taxigeld. Abnehmen leicht gemacht. Als ob das funktioniert, solche Pillen. Oh, jetzt geht's wieder los. Eine Dreier. Na, hallo? Ah, da. Gut, das ist ja noch einfach der Anfang gewesen gerade. Das ist ja auch noch relativ einfach. Wobei schon gar nicht so. Für mich als Nicht-Controller-Nutzer ist das schon gar nicht so einfach. Und, jawohl. Der war noch. Nein, so rum. Schön einen rausgewürgt. Kloherrscher. Ja, wir werden irgendwann noch ein Klo. Ja, Professor. Ein Klo-Experte. Okay, okay. Stört uns nicht! Wir sehen Chaos! Was, wo? Nein. Flieht ruhig vor dem Chaos! Okay, mach ich. Fürchtet die Agenten des Chaos! Wenn ich die jetzt auch noch mache? Fordere nie Chaos heraus! Verdammt, das hat zu lange gedauert. Plan ändern? Das ist ja meine Galerie, die ich interessiere. Kann ich hier jetzt auch Artefakte einfügen? Anscheinend kann ich das überall machen. Das ist drin mit 1. Das wird schwächer. Hier kriegen wir 4 Gesundheit zu. Also da ist die Anzeige definitiv falsch. Egal, 4 Gesundheit sind 4 Gesundheit. Team Boni. Der kritische Trefferschaden bestimmt, wie viel Bonusschaden du anrichtest, wenn du während einer Angriffs erfolgreich. Ah, das ist der kritische Schaden. Okay. Ultimative Holung. Die ultimative Holung, wie schnell sich dein Ultimativanzeige füllt, wenn du eine Kraft einsetzt oder getroffen wirst und währenddessen A drückst. Der Statuseffekt-Schaden bestimmt, wie viel Schaden Statuseffekte wie brennt, angewidert, geschockt und blutend anrichten. Das ist wahrscheinlich genau. Die Gesundheitswiederherstellung bestimmt, wie viel Gesundheit du zurückerhältst, wenn du getroffen wirst und währenddessen A drückst. Ja. Rückstoß-Kombo-Schaden, Bonus-Verbündeten-Gesundheit. Ja, das war jetzt nichts, was man sich nicht selbst zusammenreimen konnte. Ich dachte auch, man könnte hier bestimmen, mit wem man kämpft. Aber vielleicht geht das erst. Da müssen wir wahrscheinlich noch weiter spielen. Ich dachte, wenn man den Charakterbogen auch hat, aber Super Crack kennen wir ja schon. Ihr seid nichts gegen meine Armee! Uah, ich brauche ein Klo! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! War gar nicht so verkehrt, dass die uns in den Hinterhalt gelockt haben. Zeig uns, was du drauf hast! Müssen die nämlich zu uns kommen. Jetzt ist die Frage, womit greife ich an? Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Wir nehmen den da oben an ins Visier. Da den, der direkt vor mir steht. Das gibt garantiert eine Narbe. Fühlt den Zorn von Humankind! Humankind. So, dann stellen wir uns hier hin. Dann sind wir geschützt. Und können
uns selbst ein Keine Sorge, Schild. Ich kümmere mich drum. Humankind. Chaos ist unausweichlich! Für dich gibt es auch ein Schutzschild. Versuch's doch, Wegbert! Direkt ins Ego! So. Lust auf eine Runde, Chaos! Ha! Ha! Ja! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Zu mir! Überrennen wir sie! Lass das doch! Hau rein, Neuer! So. Der hat sich leider nicht so hingestellt, wie ich es gehofft habe. Verdammt, das war nicht so. So wollte ich das nicht ganz. Ich hatte gehofft, dass der dahinter steht. Dann muss ich das ein bisschen anders machen. Schlagen wir auf jeden Fall ihn wieder. Wieso bist du so grob zu mir? Na, warum nicht? Weil ich es kann. Und er kann. Und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Okay, super kalt. Eigentlich super Crack. Das will ich egaler sein. Das habe ich kaum gesehen. So, die Rückstoß-Kombo hat's gewirkt. Du bist nichts gegen den Meister. Ich folge dem Ruf des Chaos. Gegen Chaos bist du machtlos. Mach sie fertig, Saftsack. Ja, aber nicht von da. Nein. Nee. Nicht wirklich. Ich treffe aber keinen. Das ist uncool. Wobei, Moment. Super Speed. Dann. Was ist die Superkraft von dem Arsch? Faulheit? Nein. Dich zu verprügeln. Okay, er explodierte jetzt, wenn er tot ist. Okay. Das war so nicht geplant. Au! Noch so ein paar in der Art, dann sind wir durch. War gut zu wissen. Ich bin drin. Okay. Ja, jetzt könntest du mich aber mal definitiv kurz heilen. So, ich muss ganz kurz A drücken. Wieder dabei! Ja, ich weiß, dass du gerade weh, Jungs. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Uns richtig gut getroffen. Hast du das gesehen, Meister? Ultimative Kraft. Ich bin dran. Okay, ich kann nur ihn angreifen. Wie viel Leben hat der andere denn da? Das sehe ich nicht. Den schalte ich so oder so aus. Je länger wir warten, desto härter wird der Schlag. Bams. Ah! Ja, tut mir leid. Wir sollten uns jetzt beeilen. So. Alter Verwalter. Der trifft eine Menge. Aber ich will einfach mal Humankinds Fähigkeit sehen. Jetzt geht's so richtig heiß her! Alter. Ich krieg hier noch eine Drachenphobie, Alter. Eine Bilderbuchlandung. Steh auf, wir haben sie ohne dich besiegt. Okay, die explodieren da. Die Fähigkeit sah mal richtig nice aus, muss ich sagen. Hat mir gefallen. So, können wir hier noch weiter prügeln, weil da hinten liegt ja was für uns. Spionagekamera. Wir verprügeln hier alle Sträucher. Kann man auch Autos verprügeln? Ne, kann man nicht. Was ist denn das hier? Park County Community Center. Da oben ist wieder eine Coon & Friends Box.
Ja, viel ist hier gerade nicht. Ja, ich gehe da später rein. Nein, darf ich nicht. Darf ich auch nicht. Hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Tja. Gehen wir mal in die Damentoilette zuerst. Okay. Lecker. Da war wohl wirklich der Profi am Werk. Aber womit soll ich denn... Ah, ich muss sie nur beiseite schieben. Ich dachte, damit müsste ich irgendwo hin. Ja. Ja, toll. Wieder das gleiche Problem. Fähigkeit, die fehlt, oder Item, was fehlt. Was können wir hier machen? Ah. Na, hallo? Ah, jetzt. Kann ich das ausschalten? Ne, wahrscheinlich muss ich auf der anderen Seite. Ja, dann war das hier ein sehr erfolgreicher Besuch. Ja. Was kommt denn hier noch? Oh, da kann ich... Ja. Ah, jetzt sehe ich's. Ja. Das da. Was auch immer das war. Taubenscheiße. Herrlich. Arkane Augenmaske. Ein Schnellreisepunkt. Grundschule von South Fastpass. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Blitzfreak. Gürtende Kettenrezept. Okay. Wie weit kommen wir noch? Ich hoffe mal, hier ist langsam Ende. Arkanerhut. Nein. Dürfen wir nicht. Gehen wir mal in die Schule. Wo soll man sonst in seiner Freizeit? Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Hallo? Selfie? Die Schule ist aus, was machst du noch hier? Dich ärgern vielleicht? Da ist wieder Kuhn und Friends. Hm, darf ich auch nicht rein? Ja? Stellst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Was heißt wieder? Ich hab noch gar keinen Scheiß angestellt. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Was? Hä? Okay, aber diesmal kein Scheiß. Mach keinen Scheiß? Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Hä? Ich darf hier nichts drücken, oder? Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Hm? Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Okay, dann drück ich gar nichts. Dann warten wir jetzt einfach. Na schön. Ah. Okay. Wuhu! Er lächelt sogar, Mr. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Schluss mit dem Scheiß. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Mach das, klar, Selfie. Machen wir ein Selfie. Dankeschön. Verdammt, falsche Taste. Du wirst mich nie überzeugen, dass Superhelden cool sind. Versuch's erst gar nicht. Ja, Superhelden klar, sind machen cool. Machen wir ein Selfie. Deswegen willst du auch insgeheim... Ach, was mache ich denn heute? Klar, machen wir ein Selfie. Deswegen willst du auch insgeheim ein Selfie haben mit mir. Wuhu! Weil ich ein Superheld bin, Ashley. Ja, danke. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Was wollte sie gerade? Ich mache 10 Selfies täglich. Das glaube ich dir sogar. Ich glaube sogar, das sind mehr als 10. Annie Nelson...
schick. So, wollte ich gerade mal gucken. Kaum zu glauben, dass ich so aus dem Bett gerollt bin. Natürliche Schönheit. Ja, natürlich. Ashley, kannst du dieses Selfie bitte löschen? Außer du findest, ich sehe gut aus. In dem Fall lösch es bloß nicht. Okay. Natürlich. Lass ich mal so stehen. Oh Gott, ich habe so viel Hausarbeiten. Hallo? Ah doch, ich darf da hoch. Darf ich nicht? Kann ich nicht? Gibt's nicht. Andere Seite, wahrscheinlich das gleiche. Gibt's nicht, da darf ich sowieso nicht. Kein goldener Griff. Hier gibt's wieder reichlich, wo wir hin können. Oh, verdammt, ich sehe wieder Guckhaus. Da ist noch ein Fach, was wir öffnen können. Hallo? Gesperrt. Müssen wir uns das Passwort erst holen. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, okay. Das ist wirklich einfach. Wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Wann immer es dir passt. Einfach noch ein bisschen die Musik genießen. Lass dir Zeit, okay? Okay. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und okay. Dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Ey. Jetzt, was können wir uns da alles einstellen? Okay, warte einen kleinen Moment. Ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Okay. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe ihr Kind hier in meinem Büro und also... Er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Okay. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden. Okay? Also komm jederzeit wieder. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich warum er das bringt. Jetzt wäre ich als kleines Kind noch mehr verwirrt als vorher. Nach so einem Gespräch. Sonst noch was? Ich mache gern Überstunden für Problemkinder wie dich. Ich bin kein Problemkind. Alter. Okay. Oder okay. So, und in die Turnhalle und was dann noch so folgt, schauen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns demnächst. Bis denn, ciao.